Willkommen zum nächsten Part von Mario Gives Up, dem ersten Teil von der Trilogie-Saga. Wir gehen in den Red Switch Palace. Red Switch Palace? Also meine Hoffnung ist mehr so ein Tanz. Einen kleinen Tanz zu haben mit dem Tanz. Oh Gott, und jetzt fällt es mir wieder ein. Ein paar Sekunden im Video und schon sind wir wieder tot. Gut. Wir machen hier auf jeden Fall weiter mit den schwierigeren Level, wie man sehen kann. Es fängt schon mal super an. Es fängt schon mal richtig super an, Alter, what the fuck. Naja. Wer den letzten Part gesehen hat, der hat eventuell gemerkt, dass es ein bisschen besser lief. Also wesentlich weniger Tode als jetzt. Sag mal, was ist denn das? Was ist denn das? 69. So, das war natürlich alles geplant. Ich wollte euch natürlich die 69 Leben nicht vorenthalten. Ey, jetzt wird's aber langsam echt ein bisschen lächerlich. Was denn das, Alter? Schon wieder so ein richtig guter Start, Alter. Da weiß man direkt. Alter, was ist denn das? What the fuck? Der meint es ja richtig mies mit mir. So, und ja. Wir haben den Level schon mal angespielt. Um mal wieder im Konzept zu bleiben. Und da haben wir auch diese Textbox gelesen, die uns gesagt hat, dass der Furz für immer hält. Also, so lange wie Mario ihn haben will. So läuft es meistens nicht, wenn man Chili isst, aber gut. Da haben wir den jetzt halt für immer. Ja. Müssen halt nur überleben. Sagt sich so leicht. Ist natürlich auch leicht getan, also muss halt nur gut sein. Dadurch, dass wir die Yoshi-Coins komplett ignorieren, wird das auch kein Riesenproblem. Aber ein kleines. Okay, warte mal. Oh, Alter, was ist das? Was ist das? Oh, mein Shit. Ah. Alter, Junge, also dafür. Dafür will ich mindestens einen Applaus haben. So. Sweet, Alter. Richtig sweet läuft das. Aber da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Oh, nice, 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 nice. Oh, mein Shit. Was? Achso, ja, okay, das ist normal. Nice, Alter. Der Red Switch Palace, wir haben es geschafft. Leider kein Dance, ne? Bisschen enttäuschend, aber geil. Awesome. Einfach awesome. Continue and save. Nice. Zum nächsten Level. What are you doing, my spawn? Okay, nein. Ich bin eigentlich gespannt, was jetzt eigentlich daherkommen wird. Außer dreckige Cheep Cheeps und Wasser, das uns mehr als nur lieb hat. Aber hey, vielleicht finden wir Schreck da trotz allem. Ja? Kann sich ja vielleicht doch noch da aufhalten. Der Gegend. Oh shit. Was? Das ist mal eine spezielle Piranha-Pflanze. Finde ich auf jeden Fall cool, also. Die erste ihrer Art. Dang it. Egal. Ich bin nur froh, dass... Ich hab's vorher gesehen, aber ich hab's halt einfach komplett ausgeblendet. Naja, ich bin aber ganz froh, auf jeden Fall eine neue Art von Piranha-Pflanze zu finden, weil, ja, ne, die alten sind halt schon ein bisschen langweilig geworden. Muss man ja schon sagen. So, du lässt mich vorbei, danke. Das war gemein. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Aber ich habe es relativ schnell gesehen, deswegen bin ich wieder enttäuscht ein bisschen, aber gut. Was willst du machen? Außer ein bisschen Rache ausüben.
Ich behalte die ja immer sehr ungern. Oh Mann. Wenn ich das nochmal erwähne, wie beim letzten Part, kann ich das auf dem Bluetooth, auf dem Input-Lag schieben. Weil, ne, man kennt ja Bluetooth-Verbindungen, die ist ja immer ein bisschen so, ne, Zuverlässigkeit zweiter Rang, würde ich so sagen. Und dazu gehört halt gerne mal das Springen, wenn man im richtigen Moment drücken muss. Gut, aber ich kann es ja nicht wissen. Also ob es jetzt mal in dem Moment am, das war meine Schuld, ob es in dem Moment am Bluetooth liegt oder an mir einfach. So. Man merkt aber auch schon, dass ich bei dem Level ein bisschen weniger drin bin. Weil den einen Bowser-Level, den habe ich bis zum ersten Checkpoint gespielt. Und den anderen Level, den wir gespielt hatten, den habe ich ja auch schon so halber gehabt. Dreck. Oh man. Ich habe das Gefühl, der Level hat irgendwie zu viele Dinge an sich, die ich mal wieder nicht hinkriege. Weil ich wieder zu inkompetent bin. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Man merkt auf jeden Fall, der Level will so ein bisschen so deine Ruhe haben. Der will nicht, dass du losrennst und alles tötest, was du so finden kannst. Das war unfair. Das war unfair. Wollte ich bloß gesagt haben. Gut, dann machen wir das nochmal. Genauso wie vorher. Nur ein bisschen anders. Und ein bisschen schneller natürlich. Oh, come on. Mann, ey, das. Ich bin ganz froh, dass es halt im letzten Part so gut lief. Das muss ich immer noch sagen. Da ist die Enttäuschung jetzt gerade nicht so groß, dass es halt dann doch nicht klappt. Weil ich so ein bisschen damit schon gerechnet habe. Ganz ehrlich. Man sollte auch immer mit Versagen in dem Spiel rechnen. Ganz ehrlich. Das war so klar. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr das klar war. Aber gut, jetzt kommen wir mal wie... Ganz ehrlich, ich habe gedacht, der schießt höher. Ich dachte, der wäre schon wieder weiter oben mit dem Schuss, aber nö. Fühlt sich schon unfair an, dieser eine Sniper, ne? Der war schon wieder so halber auf dem Wege von mir. Ha. Ist genug Turm. So. Ja, natürlich, natürlich. Gut, okay. Okay, das fand ich jetzt echt ein bisschen sehr unfair. To be honest. Aber okay. Oh, nice. Oh, very nice, Alter. Escape. Das ist eine der seltenen Male, dass es das auch mal wert war. Weil der Typ tut die halt echt selten verteilen. Eigentlich nur um Wege zu öffnen. Was halt dann auch nicht das alles ist. Auch rein, nice. Und noch ein Checkpoint. What the fuck? What's going on? Schade, man kommt da nicht an irgendwas ran. Ich meine, der Switch hier, der würde einem eine Feuerblume bringen, aber awesome, trotz allem. Ein Checkpoint? Ein Cape? Also,
So nett war der tatsächlich noch nie, gefühlt. Jetzt frage ich mich, wie man hier... Der Typ ist immer noch ein Arschloch, ganz ehrlich. So, möglichst vorsichtig. Ich mach mal lieber das hier. Ist der Pilz lieber als jetzt so eine scheiß Yoshi-Coin. So, ja, und ich halte mich möglichst fern von den feuerspeienden Fuckviechern. Oh Mann, ey. Damit hätte ich nicht rechnen können. Ich dachte eigentlich, das wären wieder kleine Plattformen. Große Plattform meinte ich. Okay. Ist das der Checkpoint? Ah, kacke. Wisst ihr, aber das kann man auch wieder nur noch von dem erwarten. Nämlich, dass er halt eben keinen Cape-Verein einfach so hat. So ohne weiteres. Die können auch noch springen, Alter. What the fuck? Ich warte noch. Nee, das wird nichts. Ja, wie gesagt, das finde ich immer ein bisschen mies von dem Typen. Der gibt einem halt wirklich fast nie irgendwelche Power-Ups und das ist halt echt ein bisschen hart. Betrug. Betrug einfach nur. So, cool. Ist einfach so ein Fisch hier rausgesprungen. Hoffentlich stinkt er nicht so wie die Originale. Oh, das ist so mies. Also man will den halt so mehr oder weniger loswerden. Damit er eigentlich abfacken kann, aber es ist halt echt schwer. Zu sagen. Das ist so ganz knapp. Bisschen. Ah, unfair. Dreckige Scheißpflanze, ganz ehrlich. Nein. Junge, die ist die ganze Zeit nicht gesprungen und dann, genau dann, ist sie doch gesprungen. Ich zeig wieder, wie eklig die Scheißviecher sind. Ich mach das gerade so vorsichtig wie nur möglich, Alter. Und die machen mir das gerade so fucking schwer. Nein! Okay, so langsam. Ich würde jetzt langsam echt wieder nach dem Ende des Levels fragen. Come on. Please. Vor allem, weil es gerade echt nice läuft. Relativ. Gut, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Dreck. Ja, ich will halt möglichst den Pilz behalten für später. Damit ich wieder irgendwo Damage boosten kann. Was, naja, so semi-gut manchmal klappt. So. Alter, das hat sich gut angefühlt. Das hat sich scheiße angefühlt. Ja, komm. Ficker. Schießt der nicht immer weiter unten? Die letzten paar Male? Nur so eine Frage. Alter. Komm schon, der Level lief gerade so awesome. Also relativ, ne? Nach meinen Verhältnissen.
Och Mann, warum? Das letzte Mal hat das Viech doch auch nicht geschossen, Mann. Oh, jetzt kommen wieder irgendwelche Random-Elemente dazu, die ich die ganze Zeit verfehlt habe, die letzten 50 Male. Komm, ich mache jetzt einfach wieder vorsichtig, anstatt mich jedes Mal in Gefahr zu bringen. Ey, das ist so unfair, Alter. Ich habe nicht mal so lange gedrückt. Na komm. So, Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren. So, ich kann hier auch noch mal warten. So, ich brauche auch gar nicht mal, auch nicht mal annähernd den Knopf gedrückt zu halten. Einfach Ruhe bewahren, das ist so das Allerwichtigste. So, dann mal hier kurz das machen und hoffen. Oh, das war so, wisst ihr, das hat sich gerade so gut angefühlt und dann. Kann diesen Fickern aber auch nicht trauen. Den Blastern. Okay, warte, jetzt wieder normal. So. Jetzt wird es wieder gefährlich. Natürlich. Übrigens, ich wollte gerade sagen, einfach Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren. Ach, war das nicht einfach? Naja, am liebsten wäre es mir, wenn ich hier so richtig durchrushen könnte. Das war jetzt echt ein bisschen unfair. Die Kamera hat sich nicht mehr bewegen lassen. Die letzte Rettung wäre der Fisch gewesen, aber der ist natürlich. Ja. Fische sind immer Kaiser unterwegs, wenn man Mario spielt. Come on! Junge, das reicht. Jetzt reicht's langsam mal. Junge, jetzt reicht's. Es reicht. Los, jetzt reicht. Es reicht einfach. Jetzt muss es mal funktionieren. Das können nicht. Noch mehr Tode sein. Nein, Mann! Oh, jetzt werde ich langsam ungeduldig. Jetzt kommt der Moment. Oh, das fuckt so ab. Das fuckt so ab, Alter. Man hat es ja gesehen. Ich habe es ja hinbekommen. Und jetzt kommt wieder dieser Moment, wo alles schief geht. Die ganze Zeit. So genau das zum Beispiel. Warum spawnt er jetzt wieder? Der ist die ganze Zeit nicht wieder gespawnt. Was willst du da? Alter. 31er Drecksschacks, Alter. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Einfach Ruhe bewahren. Das ist immer der Geheimtipp. Wow. Ach komm, das ist wieder so typisch unfair. Von diesen scheiß Willi-Blastern. Komm schon. Komm schon. Warum genau da? Warum? Junge, diese Drecks. Oh, warum müssen die offscreen spawnen, Mann? Das ist so eklig. Das ist einfach nur eklig, Alter. Oh, dreckig.
dreckige Pisser. Jetzt mal ehrlich, es ist halt echt nicht so schwer, Junge. Wenn man halt einfach nur ein bisschen Lack hat. Naja, genau das fehlt mir. So eine Portion Lack einfach zu haben. Ja, genau, zum Beispiel, dass der auch ein bisschen früher schießt. Stattdessen schießt er bei mir ein bisschen später. Typisch. Okay, komm. Och Mann, weißt du, das ist immer wieder. Das ist wie gesagt das, was mich an dem Hack irgendwie abfuckt. Dieses ständige, ja, jetzt stirbst du die ganze Zeit, jetzt stirbst du. Du hast den Gegner da gesehen, jetzt stirbst du, los, stirb die ganze Zeit, Mann. Das ist mir echt ein bisschen zu viel. Och Mann. Ich meine, offscreen läuft es auch wesentlich besser, ganz ehrlich. Das ist ja ein bisschen die Aufnahme. Weil ich versuche ja irgendwas Sinnvolles auch nebenbei zu labern. Ja. Ach, keine Ahnung, Alter. Jetzt kommen wieder die Ausreden, warum ich sacke einfach nur. Oh, verpiss dich doch einfach, du scheiß 31er. Alter. Ja, los, verpiss dich. Okay, das würde ich als Lack einsortieren. Aber ganz schön viel Lack. Okay, ich glaube, die Piranha-Pflanze springt einfach jedes Mal, wenn ich drüber hinaus bin. Jetzt bitte ich mal mit Pilz durchkommen. Oh, sehr gut. Awesome. Los, verpiss dich. Dreckiger Pisser. Ja, nochmal falle ich da nicht drauf rein. Vielleicht doch, aber jetzt erstmal nicht. Der feels bad, ne? Feels bad, Spiel. Oh, nice, immerhin. Ich weiß, ich habe übelst gesackt in dem Level. Also, der Anfang war okay von meiner Leistung, aber dann... Es ging alles wieder bergab wieder. So typisch für meine Spielweise. Erst bergauf. Und es geht immer weiter bergab. Bis ich noch einmal Glück habe. Oh man, und noch ein Geisterhaus. Darauf habe ich jetzt eher weniger Bock. Aber, naja, ich muss es sowieso. Wir haben 19.30 Uhr. Ich nehme tatsächlich mal nicht um Mitternacht auf. Also muss ich mit dem Hund Gassi gehen. Tja. Das wird auch wieder ein schöner Spaß. Wir haben gerade gefühlt die ganze Zeit minus 50 Grad. Naja. Ich werde mich auf jeden Fall da draußen quälen. Und dann im nächsten Part machen wir das Ghosthaus. Das Bubbly Ghosthaus. Wahrscheinlich Bubblegum von Action 52. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Part. Ciao.